بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen. Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zum 23. Unterricht zur Erläuterung der Aqida Tahawiyya. Und wir befassen uns heute, inshallah, mit dem 172. Satz bis zum 176. Satz, inshallah. Der 172. Satz lautet, auf Deutsch übersetzt: Das Paradies und die Hölle sind zwei nicht endende Geschöpfe und gehen nicht zugrund. In diesem Abschnitt erwähnt der Autor, rahimahullah ta'ala, etwas, woran die muslimische Gemeinschaft und im Speziellen die sunnitische Gemeinschaft fest glaubt. Und da gibt es unter ihnen auch keine Meinungsverschiedenheit, also unter Ahlus Sunnah al-Jama'a. Nur wie auch wie immer, warum hat der Autor, rahimahullah, diese Thematik in den Aqida-Text aufgenommen? Weil eben im Laufe der Zeit Menschen entstanden sind oder Menschen die Idee hervorgebracht haben, dass das doch nicht so sei, wie es dort geschrieben steht. Und das ist der eine Aspekt, dass manche Menschen im Laufe der Zeit eben gesagt haben, Hölle und Paradies seien doch nicht ewig. Und auf der anderen Seite auch ein bisschen die Problematik, die wir haben bei Versen oder Hadithen, die sich scheinbar widersprechen. Und aufgrund dieser beiden Angelegenheiten erwähnt man diese, oder hat der Autor, rahimahullah ta'ala, das im Aqida-Text angesprochen, damit ein jeder Lehrer das durchnimmt und die Schüler darauf hinweist, dass es im Thema so und so vielleicht Menschen gegeben hat, die das und das gesagt haben, aber es widerspricht vielleicht dem Konsens oder widerspricht dem, was die meisten Muslime glauben. Und wenn ein Muslim von vornherein weiß, woran er zu glauben hat, und er auch zusätzlich weiß, dass es Menschen gibt, die etwas anderes sagen, dann wird er nicht überrascht sein, wenn er etwas anderes hört, und wird besser auch vorbereitet sein, wenn er einmal dieser Thematik ausgesetzt wird in einer Diskussion. Insofern ist darin großer Nutzen. Der Autor sagte, rahimahullah ta'ala, wie gesagt, das Paradies und die Hölle sind zwei Geschöpfe, die nicht enden und niemals zugrunde gehen. Das ist unter Ahlus Sunnah überhaupt kein Problem. Und auch hat der Autor, rahimahullah ta'ala, darauf hingewiesen, durch diesen Satz indirekt, dass nicht nur Hölle und Paradies erschaffene Geschöpfe sind, Allahs, sondern dass sie bereits jetzt schon existieren. Das ist auch ein Streitpunkt gewesen unter manchen Muslimen, die eben geleugnet haben, dass Hölle und Paradies jetzt schon existieren. Okay? Warum? Das hängt, wie gesagt, zusammen entweder mit Texten, die sie nicht richtig verstehen können, oder mit Texten, die sich scheinbar widersprechen. Diese Gruppen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben, sind die sogenannten Mu'tazila und die Qadariya. Auf Deutsch die Mu'taziliten, so würde man sie nennen. Und die Qadariya, das ist die Sekte, die den Qadar geleugnet hat. Zum Beispiel, ihr wisst ja, was ist eine der größten Ursachen, eine der entscheidenden Ursachen, warum Leute den Glauben verweigern an das, woran sie normalerweise zu glauben haben. Weil sie einen Widerspruch sehen in dem, was in den Texten offensichtlich steht, mit dem, was ihre logischen Schlussfolgerungen besagen. Okay? Das ist einer der größten Konflikte. Jemand sagt, da steht zwar im Koran, dass du das und das glauben musst, aber wie kann das sein, wenn normalerweise es so und so sein müsste? Der eine drückt es so aus, der nächste sagt, wenn die Logik etwas anderes besagt. Wie dem auch sei, sie sehen einen Widerspruch in diesen zwei Angelegenheiten. Die Logik auf der einen Seite und die Textbeweise auf der anderen Seite. Und natürlich, logischerweise, wir wissen, dass der Verstand seine Grenzen hat und dass man im Zweifelsfalle immer die Textbeweise bevorzugt und lieber wirft man sich selbst vor, lieber wirft man sich selbst Unzulänglichkeit vor, statt dass man den Texten vorwirft, sie seien
nicht richtig oder oder sogar die Texte entstellt, damit sie den eigenen Vorstellungen entsprechen. Und so haben manche von ihnen zum Beispiel gesagt, wie kann das Paradies jetzt schon existieren, wo es doch der Lohn für die Gutestuenden ist? Und der Lohn für die Gutestuenden, der ist da jetzt seit Ewigkeiten sinnlos. Steht einfach darum und keiner profitiert davon, weil die Paradiesbewohner das Paradies betreten werden nach dem Tag der Auferstehung. Okay? Das ist einer der Gedanken, und sie sagen, Allah, man sagt Subhanahu wa ta'ala. Was heißt Subhanahu wa ta'ala? Das ist hoch erhaben sei er, frei sei er von allen Fehlern, allen Mängeln, also von allen Unweisheiten. Wie kann es sein, dass Allah etwas macht, was nicht weise ist? Okay? Das ist zum Beispiel ein Gedankengang. Und dementsprechend sagen sie natürlich nicht, wir leugnen die Ayat und die Hadithe, die bezeugen, dass es schon existiert, sondern sie sagen, sie interpretieren das um, indem sie sagen zum Beispiel, diese Ayat weisen darauf hin, wie es eines Tages sein wird und nicht, wie es jetzt schon ist. Und das ist alles natürlich eine Entstellung und eine Verfälschung und letztendlich eine Leugnung dessen, was Allah und sein Gesandter gesagt haben. Aber schauen wir uns die Thematik an. Sie ist eigentlich im Koran Karim glasklar, denn Allah Azza wa Jalla sagte, in zahlreichen Versen und Allahs Propheten in zahlreichen Hadithen, dass diese beiden schon jetzt bereits existent sind. Also wir haben jetzt verschiedene Aspekte. Einmal die Existenz dieser beiden und dann zweitens die Ewigkeit dieser beiden. Das sind zwei verschiedene Themen, die wir besprechen möchten. Und dann gibt es noch andere Themen, die darauf aufbauen sind, inshallah ta'ala. Die erste Angelegenheit, die Existenz dieser beiden, so sagte Allah subhanahu wa ta'ala über das Paradies, u'iddat lil muttaqin. Es ist für die Muttaqin vorbereitet. Es ist für die Muttaqin vorbereitet. Und da es die Vergangenheitsform ist, wurde es schon für das Paradies, für die Gläubigen vorbereitet. Die Ayah ist also glasklar in dieser Hinsicht. Ebenso sagte Allah azza wa jalla über das Höllenfeuer, u'iddat lil kafirin. Es ist für die Ungläubigen, für die Kafirun, vorbereitet. Insofern muss es jetzt schon existieren. Das ist die offensichtliche Bedeutung dieser Ayat. Und jeder, der etwas anderes sagt, als die Ayat offensichtlich hergibt, den verlangen wir nach einem Beweis. Richtig? Wenn er sagt, meine Logik widerspricht diesem, sagen wir, Logik war noch nie ein Beweis. Also Logik war noch nie die Quelle eines Beweises. Die Logik verwendet man zum Argumentieren, das ist richtig. Aber wir reden ja jetzt hier nicht von Dingen, die die Logik ergreifen kann. Also du kannst ja nicht das Paradies sehen oder nicht oder leugnen, dass es existiert mit den Gedanken. Das geht ja nicht. Insofern, dass die Logik, den Verstand benutzen wir, um die Texte zu verstehen. Und im Text steht nichts davon drin, dass es erst noch erschaffen werden wird. Schauen wir uns andere Hadithe an. Natürlich nicht nur, damit wir wissen, dass das Paradies jetzt schon existiert, sondern damit wir auch ja, uns danach sehnen und diese Eigenschaften dieses Paradieses, das Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim mehrfach erwähnt hat, um die Gläubigen anzuspornen, danach zu streben. Denn es ist doch letztendlich, was ist der Beweggrund eines gläubigen Muslims, Gutes zu tun? Was ist der Beweggrund? Nummer eins, die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Als zweites, er möchte diesen Paradiesgarten haben, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen lockt. Und drittens, er flieht vor dem Zorn seines Herrn und dem damit verbundenen Höllenfeuer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala davor schützen und bewahren. Das sind die wesentlichen Beweggründe, warum der gläubige Mensch nach Allah subhanahu wa ta'ala zum Paradiesgarten oder nach dem Guten strebt allgemein. Insofern, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam selbst hat ja diese berühmte Himmelsfahrt gemacht. Und bei dieser berühmten Himmelsfahrt auf Arabisch Mi'raj hat er das Höllenfeuer und das Paradies mit eigenen Augen gesehen, sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen ist sein Glaube an diese Welt des Verborgenen stärker als unsere. Denn wir glauben daran, haben es aber nicht gesehen. Unser Prophet a.s. hat auch daran geglaubt, ohne es zu sehen, aber nachdem er es gesehen hat, natürlich ist sein Glaube noch stärker natürlich geworden. Insofern kann dein Glaube niemals den Glauben des Propheten sallallahu alaihi wasallam übertreffen.
Und so, deswegen sagte der Prophet auch, deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim, la yu'minuna bihi hatta yarawu al-'adhab al-alim. Sie glauben nicht daran, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen. Dann glauben sie daran. Okay? Mit dem Unterschied, dass dann die Welt, in der man noch Gutes tun kann, vorbei ist und dass die andere Welt begonnen hat, in der nur noch die Abrechnung stattfindet. Wie dem auch sei, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sah in dieser Himmelsfahrtnacht, Laylatul Mi'raj, Isra, sagt man auch, Isra ist ja diese Nachtreise, die er gemacht hat von Mekka nach Jerusalem, okay? Und Mi'raj nennt man dann die Reise von Jerusalem bis zum siebten Himmel. Und diese Reise, da war er, a.s. Vorangeschritten bis zu einem Baum, nennt man Sidratul Muntaha, über den Allah in Surat An-Najm berichtet hat. Das ist der Lotusbaum oder Zizifusbaum. Und Allah sagt, عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Bei ihm, bei diesem Baum, ist der Paradiesgarten Al-Ma'wa. Das ist der Ort, an dem man sich zurückzieht, der Ort, an dem man bleibt. Gemeint ist der Paradiesgarten der Ewigkeit. Und glasklare Eier, dass es schon dort war. Also dass der Prophet Al-Hassan dort gewesen war. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei Bukhari und bei Muslim in einem Hadith von Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلٌ حَتَّى أَتَى سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَهِ. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, dann ist Gabriel mit mir bis zum Zizifusbaum des Endziels vorangeschritten. Daraufhin haben ihn, das heißt den Baum, Farben umhüllt. Ich weiß nicht, welche Farben das alles gewesen sind. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةِ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤْ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكِ. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, danach hat man mich in das Paradies hineingebracht. Und da sah ich Zeltkuppeln aus Lu'lu, das sind aus Perlen, und dass der Sand oder die Erde des Paradiesgartens aus Moschus bestand. Und ihr wisst, dass Moschus ist der teuerste Duft, den es überhaupt auf der Welt gibt und der edelste überhaupt. Und deswegen wird im Koran Karim und der Sunna des Propheten das immer als das wertvollste, als den wertvollsten Itr und Duft erwähnt. Insofern, der Prophet sagt ganz klar, dass er nicht nur das Paradies gesehen hat, sondern er durfte es sogar an dieser Nacht betreten, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ebenso berichtet Abdullah ibn Umar, möge Allah azza wa jal mit ihm, seinem Vater, zufrieden sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Folgendes gesagt hat. Inna ahadakum إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, jedem von euch wird, wenn er gestorben ist, sein Aufenthaltsort oder sein Sitzplatz wortwörtlich vormittags und nachmittags gezeigt. Vormittags und nachmittags, das ist sein Sitzplatz. Und dann sagt er, wenn er ein Paradiesbewohner ist, dann eben den Sitzplatz aus Paradies. Und sollte er ein Höllenbewohner sein, dann der Sitzplatz im Höllenfeuer. Und man wird zu ihm sagen, das ist dein Sitzplatz, bis Allah dich am Tag der Auferstehung auferstehen lässt. Das heißt, du bleibst also jetzt hier in diesem Grab, bis an dem Tag, an dem Allah Azza wa Jalla dich auferstehen lässt. Auch hier ist der Hinweis auf die Existenz dieser beiden gewaltigen Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam durfte die Erfahrung mit dem Paradies und der Hölle nicht nur in der Nacht- und Himmelsfahrt machen, sondern sogar auf Erden. Und den berühmten Hadith in Sahih Muslim, dem Aisha radiallahu ta'ala anha berichtet, dass eines Tages der Prophet sallallahu alaihi wasallam an einem Tag gebetet hat, an dem die Sonne sich verfinstert hat.
Und während des Gebetes sagte der Prophet, erlebte der Prophet etwas, a.s.w. Und die Leute sahen, wie er während dem Gebet einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und als würde er mit seiner Hand nach einer Sache greifen. Und danach machte er einen Schritt nach hinten, als würde er sich vor einer Sache schützen. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به. Ich habe in dieser Situation alles gesehen, was man euch versprochen hat. حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, ich habe sogar, als ihr gesehen habt, wie ich einen Schritt nach vorne gemacht habe, ich wollte nach einer Traube greifen. Und man könnte es auch übersetzen, Qatf steht für alles Obst, das man gepflückt hat. Für jedes Obst, das man gepflückt hat. Wie zum Beispiel eine Traube aus einem Traubenzweig. Ich habe gesehen, wie ich versucht habe, eine Traube vom Paradiesgarten zu nehmen. Qatfan min al-Jannah. Als ihr gesehen habt, als wie ich nach vorne gegangen bin. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ. Und als ihr gesehen habt, wie ich einen Schritt zurückgemacht habe, habe ich das Höllenfeuer gesehen und wie es sich gegenseitig zertrümmert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor schützen und bewahren. Deswegen die Gewissheit und der Yaqin, den der Prophet a.s.w. bekommen hat, das sind natürlich eine Stufen, die unser einer nicht erreichen wird, aber es zeigt, dass der Iman eben nicht bei allen Menschen gleich stark ist. Und das gehört zu den Karamat oder zu den Mu'jizat des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Allah ihm diese Dinge in diesem Leben gezeigt hat, noch bevor dem nächsten Leben. In einer anderen Version des gleichen Hadithes, bei Bukhari und bei Muslim, berichtet uns Abdullah ibn Abbas, erster Hadith war von Aisha, sie beide berichten über das Ereignis der Sonnenfinsternis. Sagte Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhum, dass sich die Sonne verfinstert hat zur Zeit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und nach dieser Begebenheit, nach diesem Gebet, haben sie ihn gefragt. Sie sagten, Ya Rasulallah, ra'aynaka tanawalta shay'an fi maqamik, thumma ra'aynaka taka'ka'ta. Das heißt, O Gesandter Allah, wir haben gesehen, wie du versucht hast, in deinem Gebetsprozess nach etwas zu greifen. Und danach haben wir gesehen, dass du zurückgegangen bist, also rückwärts gelaufen bist, also Schritte rückwärts gemacht hast. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aytul jannah, fatanawaltu 'unqudan, wa la asabtuhu, la akaltum minhuma baqiyatid dunya. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, ich habe den Paradiesgarten gesehen und davon einen Traubenzweig genommen. Und wenn ich davon etwas genommen hätte, also gemeint ist, davon etwas gegessen hätte, und es euch weitergegeben hätte, das ist damit gemeint. Wenn ich es genommen hätte und euch weitergegeben hätte, dann hättet ihr davon gegessen, solange dieses diesseits währt. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, dann habe ich das Höllenfeuer gesehen und ich habe keinen schrecklicheren Anblick gesehen wie an diesem Tag. Und ich habe gesehen, dass die meisten Höllenbewohner die Frauen sind. Und sie fragten, O Gesandter Allahs, warum? Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, wortwörtlich, sie begehen Kufr. Und ihr wisst, dass der Begriff Kufr verschiedenartig verstanden werden kann im Arabischen, rein sprachlich gesehen. Denn Kufr bedeutet ursprünglich Satr, das heißt etwas verdecken. Und wenn man etwas verdeckt, dann ist die Frage, was verdeckt man? Im Sinne von Leugnen des Islam, Leugnen von Allah subhanahu wa ta'ala, dann meint man damit dann meint man das, was man normalerweise mit Kufr meint, ja, den Unglauben. Aber manchmal meint man auch mit dem Kufr anderes, und zwar die Undankbarkeit. Aber die Undankbarkeit ist auch ein warum, weil was verdeckt man hier? Ja, die Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala. Als würde jemand sagen, wie jemand, der
wenn ihm etwas Gutes getan wird, wenn Allah ihm etwas Gutes getan hat, dann klopft er sich auf seine eigene Schulter und denkt, er hat das zustande gebracht und vergisst seinen Herrn, subhanahu wa ta'ala. Wie Qarun gemacht hat, utituhu ala ilmin indi. Ich habe das alles, sagt er, bekommen, aufgrund von Wissen, das ich habe. Hätte er gesagt, von Allah azza wa jalla. Denn das Wissen hat er auch von Allah, subhanahu wa ta'ala. Insofern ist das eine Form der Undankbarkeit, ein Kufr der Undankbarkeit. Und deswegen, als sie gefragt haben, und das ist auch wichtig zu verstehen, deswegen dieser Begriff Kufr ist mehrdeutig. Der sprachlich gesehen an sich ist mehrdeutig. Und deswegen, als der Prophet gesagt hat, sie begehen Kufr, dann haben sie erst nachgefragt, was meinst du damit, O Gesandter Allahs? Sie sagten wortwörtlich, ayakfurna billah, begehen sie Kufr Allah gegenüber? Meinst du das, O Gesandter Allahs? Dann sagte er, yakfurna al-ashir. Nein, sie begehen Kufr gegenüber dem Ashir. Al-Ashir ist der Ehemann. Ashir ist der Ehemann. Und man könnte es besser übersetzen, hier vielleicht mit Mitbewohner von Ashara, mit jemandem zusammenleben, zusammenwohnen. Ashir ist dann, mit dem man zusammenlebt. Also vielleicht der Mitbewohner. Und gemeint ist, wenn man sagt, der Mitbewohner schlechthin, natürlich, mit wem ist die Frau mehr zusammen als mit dem eigenen Ehemann. Deswegen, damit ist der Ehemann gemeint, zweifellos. Yakfurna al-Ashir. Und dann sagt er, وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ. Also erklärt weiter, und sie machen Kufr gegenüber dem Ihsan. Ihsan ist, dass jemandem etwas Gutes getan hat. Einer tut etwas anderem Gutes. Ahsana heißt etwas Gutes machen oder jemandem etwas Gutes antun. Jemandem etwas Gutes tun. Das wird Ahsana oder Ihsan. Ahsana ist das Verb und Ihsan ist eben das Nomen dazu. Und das ist die Erklärung, denn der Ehemann ist derjenige, der in der Regel seiner Ehefrau so viel Gutes tut, dass der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn ich irgendjemandem anordnen würde, sich für einen anderen niederzuwerfen, dann wäre es die Ehefrau ihrem Ehemann gegenüber. Denn sie isst und sie trinkt und sie wohnt, alles auf Kosten des Ehemannes, der für sie aufkommt. Und das sind große Wohltaten, die der Ehemann seiner Ehefrau gegenüber macht. Und deswegen verdient er sich dadurch bei Allah subhanahu wa ta'ala diesen Respekt und diese Dankbarkeit gegenüber. Jetzt sollen die Frauen nicht sagen, ja, mein Ehemann arbeitet nicht oder mein Ehemann macht nichts und sorgt nicht dafür. Wir gehen vom normalen Fall aus. Ja. Allah musta'an, wenn andere das anders machen, das ist was anderes. Tayyib. Er sagte, also sie begehen Kufr gegenüber ihrem eigenen Mitbewohner, also dem Ehemann, und sie, also das heißt, sie sind ihm undankbar, oder sie erkennen seine Wohltaten nicht an. Sie leugnen seine guten Taten. Ja. Sie aberkennen sie. Sie aberkennen sie. Wie zum Beispiel, der Ehemann macht was gut, die Frau sagt zum Beispiel, ja gut, das musst du sowieso machen. Ja, das ist doch eh deine Pflicht. Ja, das ist eine Form der Undankbarkeit und der Aberkennung dieser Wohltat. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch eine deutlichere Erklärung, لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. Wenn du einer von ihnen etwas Gutes tust, und zwar Zeit deines Lebens, ja, Zeit deines Lebens etwas Gutes tust, oder auch kann man heute auch übersetzen, wenn du ein Jahr lang ihnen etwas Gutes tust und sie dann irgendetwas an dir zu bemängeln hat, irgendwas von dir wortwörtlich sieht, gemeint etwas, was ihr nicht gefällt, du machst einen Fehler ihr gegenüber, dann sagt sie, ich habe von dir noch nie etwas Gutes gesehen, ich habe von dir noch nie etwas Gutes wahrgenommen. Du hast noch nie etwas richtig gemacht. Du hast noch nie etwas Gutes gemacht. Diese Pauschalisierung ist sehr gefährlich, weil letztendlich ist das eine der großen Sünden. Sonst würde der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht sagen, ich habe die Frauen gesehen als die meisten Höllenbewohner. Wir wollen uns davor schützen und bewahren. Deswegen hier, es geht nicht um Mord, es geht nicht um Zins, es geht nicht um jemanden schlagen, sondern es geht hier einfach nur darum, dass man einem anderen Menschen undankbar ist und der ja seine Pflichten macht. Und gerade wenn jemand seine Pflichten macht, dann ist die Dankbarkeit noch mehr verlangt. Denn stell dir mal vor, Allah subhanahu wa ta'ala
würde dich nicht belohnen für deine Pflichten, die du machst. Ist nicht deine Pflichten, die du machst, das Wertvollste, was du machst? So, wertvoll. Das kannst du nicht sagen, das hättest du so machen müssen. Nee, das sind doch die wertvollsten Aufgaben, die du machen musst. Tayyib, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem anderen Hadith, Sahih Muslim, in ähnlichem Zusammenhang, wir denken dran, wir reden ja gerade noch über die Existenz dieser gewaltigen Geschöpfe, im Hadith von Anas, der Prophet sagte, وَيْمُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا. Er sagte, ich schwöre bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, wenn ihr das gesehen hättet, was ich gesehen habe, würdet ihr wenig lachen und viel weinen. Sie sagten, O Gesandter Allahs, was hast du denn gesehen? Er sagte, ich habe den Paradiesgarten und das Höllenfeuer gesehen. Eine weitere Überlieferung, und unter anderem in Sahih Muslim, berichtet uns Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Lamma khalaqa Allahu al-jannata wan-nar arsala Jibrila ila al-janna. Als Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies und die Hölle erschaffen hat, hat er Jibril zum Paradiesgarten geschickt. Also das ist glasklar, ne? In unserer Thematik gibt es nicht viel zu diskutieren. Aber trotzdem, wir möchten erfahren, was der Prophet darüber gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Faqala, idhab fanzur ilayha wa ila ma a'adattu li ahliha fiha. Er sagte, Jibril, ich übersetze nur auf Deutsch, damit der Zusammenhang nicht verloren geht. Er sagte, oh Jibril, geh mal zum Paradiesgarten und schau mal, was ich für ihre Bewohner, für seine Bewohner vorbereitet habe. Da ging er, schaute hinein, was Allah, und schaute auf das, was Allah seinen Bewohnern vorbereitet hat, dann kehrte er zurück, das heißt zu Allah Azza wa Jalla, und sagte, ich schwöre bei deiner Allmacht, es gibt keinen Menschen oder es gibt niemanden, der davon hören wird, ohne es zu betreten. Es gibt niemanden, der davon hören wird, ohne es zu betreten. Also gemeint ist, es gibt niemanden, der erfahren wird, dass es einen Paradiesgarten gibt. Und was du darin alles vorbereitet hast, und der nachher, und du sagst ihm, du musst nur das und das und das erfüllen an Aufgaben, und er wird sich davon abwenden. Das gibt es nicht, sagt Jibril. Dann sagt der Prophet, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala angeordnet, dann hat Allah angeordnet, dass um das Paradies herum alle Abscheulichkeiten gesetzt werden. Das heißt, um zu diesem Paradiesgarten zu kommen, musst du vieles erleiden. Musst du einiges durchmachen, was du nicht magst, was du wortwörtlich verabscheust. Makare. Kommt von Kariha, heißt verabscheuen, hassen. Alles hassenswert. Alles schwer erträgliche. Gemeint natürlich meistens. Gemeint ist damit die Dinge, die in der Regel anstrengend sind. Natürlich, der Gläubige freut sich, die Aufgaben Allahs zu verrichten. Aber dass da eine gewisse Anstrengung ist, das kann man nicht verkennen. Dass das Gebet, wie heißt es, der eine darin Genuss empfindet, heißt nicht, dass alle anderen ebenfalls im Gebet Genuss empfinden. Und der eine, der sich Mühe gibt, nachts seine Gebete zu verrichten, das macht er, obwohl ihm der Schlaf vielleicht lieber wäre. Okay? Insofern, meistens ist es so, dass es eine gewisse Anstrengung ist, eine Aufgabe zu erfüllen. Deswegen, nachdem Allah subhanahu dann angeordnet hat, dass die ganzen Abscheulichkeiten um das Paradies angelegt werden, sagte er zu Jibril, geh noch mal hin und schau es noch mal an. Und schau an, was ich den Bewohnern vorbereitet habe. Er schaute es an, kehrte zurück und sagte, ich schwöre bei deiner Allmacht. Ich befürchte, dass diesen Paradiesgarten niemand betreten wird. Und diese zweite Aussage ist die entscheidende Aussage, weil das ist die Realität, weil das ist es, wie es tatsächlich bis heute ist. Dann sagte, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn zum Höllenfeuer gesandt und sagte zu ihm, geh hin und schau es an, schau, was ich seinen Paradies, was ich seinen Bewohnern, im Höllenfeuer, was ich seinen Bewohnern vorbereitet habe. Er ging hin und sah, dass das Höllenfeuer wortwörtlich das Yarkubu
Es ist Yarkabu Ba'duha. Das heißt, das Höllenfeuer, Gott bewahre, ja, schwierig zu übersetzen. Das eine zerfrisst sich gegenseitig, steigt das eine über das andere, die eine Flamme über die nächste oben drüber. Ein Szenario oder ein Bild, das wir schwer uns vorstellen können und inshallah auch nie erleben brauchen. Er kehrte zurück und sagte: Ich schwöre bei deiner Allmacht, niemand wird davon hören und es danach betreten. Es kann nicht sein, dass jemand hört, es gibt eine Hölle und da gibt es die und die Qualen und das ist auch noch von ewiger Dauer. Und man sagt ihm: Mach das nicht, damit du nicht dorthin kommst. Und am Ende macht das trotzdem. Das kann nicht sein. Daraufhin wurden alle leidenschaftlichen Dinge, alle Dinge, auf die der Mensch Lust hat, um das Höllenfeuer angesiedelt. Dann sagte er: Kehr nochmal zurück, schau, was ich seinen Bewohnern vorbereitet habe. Er ging und schaute und kehrte zurück und sagte: Ich schwöre bei deiner Allmacht, ich befürchte, dass niemand davor gerettet werden wird und dass jeder es betreten wird. Weil das darum ist, was angesiedelt? Das Klauen, der Zina. Alles, was das Haram essen und das Haram trinken und das Betrügen und das Betrügen und so weiter und so fort, all die Sachen, die einem das Leben in Anführungsstrichen erleichtern, wodurch man sein Leben in Anführungsstrichen genießen kann, das ist um das Höllenfeuer angesiedelt. Und deswegen ist es sehr, sehr leicht, dort hineinzutappen. Möge Allah uns davor bewahren und schützen. Insofern gibt es natürlich unglaublich viele Texte, die die Existenz des Höllenfeuers und des Paradieses jetzt schon bezeugen. Wir begnügen uns mit diesen erwähnten Beweisen. Schauen wir uns vielleicht einen Scheinbeweis an. Jetzt gucken wir mal, was ist eigentlich das Problem? Also warum sagen manche Leute das, oder besser gesagt, wir fragen uns jetzt wir stellen jetzt die nächste Frage. Wir haben es geklärt, dass es existiert und die Scheinbeweise haben wir schon erwähnt am Anfang. Aber jetzt gehen wir zur nächsten Thematik. Die nächste Thematik lautet: Wie ist es eigentlich mit der Ewigkeit dieser Geschöpfe? Ewigkeit dieser Geschöpfe. Also jeder Muslim hat normalerweise gelernt, dass die Menschen am Tag der Auferstehung in genau zwei Gruppen letztendlich geteilt werden. Allah sagt: Fariqun fil Jannah und Fariqun fil Sa'ir. Eine Gruppe wird im Paradiesgarten sein und die andere im Höllenbrand. Und wir haben gelernt, dass diejenigen, die im Höllenbrand sein werden, manche von ihnen ewig bleiben, das sind die Kuffar, und manche von ihnen, dass der Höllenbrand wieder verlassen werden. Das sind, denke ich, so viele Texte gibt es darüber. Ist da keine große Diskussion gibt. Aber warum gab es im Laufe der Geschichte Leute, die etwas anderes gesagt haben? Es gibt Scheinbeweise, denn Allah subhanahu wa ta'ala, das Scheinbeweise heißt was? Es sieht so aus, als wäre es ein klarer Beweis, und das ist das, was die Leute immer durcheinander machen. Ich komme zu dir und sage ich dir: Ach, Allah sagt im Koran das und das. Und das bedeutet eindeutig das und das. Und da du natürlich dich nicht eingelesen hast, in die Thematik und den entsprechenden Tafsir zu diesen Ayat nicht angeschaut hast und auch nicht gefragt hast, wie man diese Ayat richtig zu verstehen hat, lässt man sich sehr, sehr leicht verblenden. Und das ist eben der entscheidende Punkt, dass der Mubtadi' zu dir kommt und sagt zu dir: Guck mal, Allah sagt im Koran das und das. Und er nutzt aus, dass du gelernt hast, Koran und Sunna, Koran und Sunna, Koran und Sunna. Und er kommt mit dir mit Koran und Sunna und plötzlich hast du natürlich Angst, es zu verweigern und das abzulehnen. Deswegen nimmst du es dann an und zack, bist du schon ihm unterlegen. Und deswegen sagt man sehr schön: Nicht jeder, der eine Ayah hat aus dem Koran, hat recht. Okay? Das ist ganz einfach. Nicht jeder, der einen Hadith hat, der sahih ist, hat recht. Es gibt auch Leute, die authentische Sachen bringen, aber die nicht verstanden haben und sie nicht richtig verstanden haben. Oder auch falsch übersetzt haben. Auch natürlich passieren kann. Wie dem auch sei, Allah sagte subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim: Kullu shay'in halikun illa wajha. Kullu shay'in halikun illa wajha bedeutet, sinngemäß übersetzt: Alles wird vergehen,
außer sein Angesicht. Alles wird vergehen, außer sein Angesicht. Er sagt zu dir, alles wird vergehen, außer. Ist bei alles das Paradies drin oder nicht drin? Sprachlich ist drin. Ist das Höllenfeuer drin oder nicht drin? War nichts drin. Und deswegen ist das einer der zentralen Beweise, die sie benutzen. Oder zum Beispiel, sie sagen, na, bleiben wir bei diesem Beweis, weil das der vielleicht entscheidend ist. Auf jeden Fall, alle Beweise nutzen sie, worin steht, dass alles vergehen wird, außer eben Allah subhanahu wa ta'ala. Du kannst auch argumentieren und sagen, Allah subhanahu wa ta'ala, einer seiner Namen ist Al-Hayy. Und zu den Eigenschaften von Al-Hayy gehört, dass er immer und ewig lebt. Ja. Oder Al-Qayyum. Und deswegen, wenn Allah also immer und ewig lebt, dann ist es ja eine seiner einzigartigen Eigenschaften. Und wenn du sagst, das Paradieskarten ist ebenfalls ewig, dann ist er nicht mehr der Einzige, der immer ewig existiert. Ja, das sind die logischen Argumente. Das versucht man dagegen anzugehen. Es ist viel einfacher, seine Ohren gar nicht erst zu öffnen. Irgendjemand im Internet was schreibt oder im Facebook was schreibt oder in WhatsApp irgendwas weiterleitet, ist viel einfacher. Du sagst, warte mal, wer ist denn das, der mir schreibt? Abo irgendwas. Wer ist das? Ich weiß nicht, wer das ist. Warum soll ich meine Seele jemandem anvertrauen, den ich nicht kenne? Warum? Bin ich so verrückt geworden, dass ich, weiß es, nicht mehr verstanden habe, meine Religion, dass ich nur die Ulama fragen darf, wenn ich was nicht weiß? Deswegen, wenn man sich an diesen Grundsatz hält, spart man sich viele. Deswegen sagen Gelehrten auch, du möchtest dich informieren über fehlgeleitete Gruppen. Bist du nicht verrückt und du schlägst ihre Bücher auf und schaust danach. Also, natürlich werden die Argumente bringen, die sind ja auch nicht blöd. Die Leute, die anderen Sekten befolgen, die haben doch nicht ihre Sachen aus dem Ärmel geschüttet, die haben doch auch ihre Scheinbeweise, wie ich gerade hier vorlese. Aber was macht man? Man liest Bücher von muslimischen Gelehrten, die diese Thematik aufgreifen und dir erklären, was sie sagen, warum das falsch ist. Das haben wir da kein Problem, wenn du Zeit für sowas hast. Auf jeden Fall, dass diese Aya nicht so gemeint sein kann, wie sie da steht, das zeigt sich schon an der Aya selbst. Denn wenn jemand sagt, gemeint ist tatsächlich, dass alles vergehen wird, außer Allahs, so wie es da steht, Wort wird, außer Allahs Angesicht. Illa wajha. Al-Wajh, das Angesicht Allahs subhanahu wa ta'ala, ist eine seiner Wesenseigenschaften. Okay? Eine seiner Wesenseigenschaften. Ist es die einzige Wesenseigenschaft von Allahs subhanahu wa ta'ala? Natürlich nicht. Ja. Allah sagt im Koran zum Beispiel zu Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Was hat dich davon abgehalten, dich niederzuwerfen vor etwas, was ich mit meinen eigenen beiden Händen erschaffen habe? Also die beiden Hände Allahs also gehören zu seinen Wesenseigenschaften. Richtig? Was heißt Wesenseigenschaften? Weil es gibt verschiedene Arten von Eigenschaften. Man teilt sie ein. Ja? Es gibt Eigenschaften zum Beispiel seiner Taten. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala, das Beispiel erschafft. Ne? Das ist eine Tat. Das Erschaffen ist eine Tat. Nennt man eine Tateneigenschaft, könnte man sagen. Ja. Auf jeden Fall, diese Wesenseigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala ist Angesicht. Ja, das heißt, von Allah subhanahu wa ta'ala seinen Eigenschaften, alles geht zugrunde, außer sein Angesicht. Das Verständnis haben nicht mal die anderen gehabt. Und deswegen kannst du ja das benutzen als Argument und sagen, Moment mal, langsam, dieses allgemeine Verständnis, was ihr aus der Ei habt, auf Arabisch nennt man das Verständnis, ja, dem folgt ihr eigentlich selbst nicht, prinzipiell, also wenn man es genau nimmt, ja. Ihr macht das doch selbst gerade nicht bei dieser Eier. Warum plötzlich, warum widersprecht ihr der Aam-Aussage, wenn es euch passt, und wenn es euch nicht passt, widersprecht ihr sie nicht? Widersprecht ihr nicht. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn wir sie fragen, meint ihr, alles außer sein Angesicht vergeht? Dann sagen sie, nee.
Aha, die Eier ist doch nicht arm. Sagen sie ja. Ja, warum bei mir ist sie arm? Sagen sie ja. Ich weiß nicht, also ich kann nicht beantworten. Okay? Fragen eigentlich am Ende, wenn es geht. Insofern ist diese, und das nennt man übrigens auf Arabisch Aam Mahsus. Aam Mahsus. Das ist also, ich will damit sagen, ich will nicht euch bombardieren mit irgendwelchen Schimpfworten, irgendwelchen Fachwörtern, sondern gemeint ist, das ist eine Sache, die ist bekannt. Das ist normal, dass der Mensch der arabischen Sprache und auch in der deutschen Sprache, der Mensch, deswegen sage ich der Mensch, und der Koran ist ja in dieser Sprache der Menschen herabgesandt worden, okay? Es ist normal, dass der Mensch eine pauschale Aussage macht, sie aber nicht pauschal meint. Wenn man gerade wenn man allgemein sagt, die so und so, ja, ich mache keine Beispiele mehr, aber ihr wisst, was ich meine, ja? Diese Verallgemeinerungen, wenn du ihn fragen willst, meinst du es wirklich jeden Einzelnen? Sagt er, ach ja, Allah ybarak fik. Ich meine damit die ich kennengelernt habe, die meisten davon, allermeisten davon, 99,9%, das ist doch normal. Als Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln gesagt hat, werft euch vor Adam nieder, hat er gesagt, ihr alle Engel und Iblis, du auch bitte. Ich meine nicht das Wort. Aber er sagte, ich habe auf jemanden gezeigt. Auf jeden Fall, er sagte zu den Engeln, er wegen diesem einen, jetzt muss man extra ihn noch erwähnen, ist doch logisch. Ach, alle werfen sich nieder, du bleibst als einer in den Himmeln stehen. Was soll das? Schämst du dich nicht? Und er hat auch nicht gesagt, ja, du hast mich sogar angesprochen. Hat er nicht gemeint. Das heißt, er wusste, er war angesprochen. Er wusste, er war angesprochen. Okay. Insofern, das nennt man, wie gesagt, Aam Mahsus. Das bedeutet, es ist eine Aam-Aussage, die aber nicht so gemeint ist. Die aber nicht so gemeint ist. Punkt. Das ist eine bekannte Sache. Man macht Aussagen, meint sie aber nicht wortwörtlich. Meint sie aber nicht absolut, wie sie dastehen. Okay. Insofern will ich damit sagen, das ist jetzt nicht dieser Joker, diese Irish zu verstehen oder gegen die Leute, die sowas sagen, ist nicht herausgeholt worden oder erfunden worden, damit man diese Eier praktisch zu Eigengunsten auslegt. Nein, das ist eine bekannte Aussage. Und wie zum Beispiel, wenn ich sage, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja ummun nasa aqra'um li kitabillah. Ummun nasa aqra'um li kitabillah. Oder ja ummul qawma aqra'um li kitabillah. Das heißt, derjenige, der den Koran am richtigsten lesen kann, soll den Leuten vorbeten. Wenn du die Aussage allgemein nimmst, können sie auch sagen, können sie auch eine Frau vorbeten, oder nicht? Nicht nur eine Frau, sondern können sie auch ein Ungläubiger kommen vorbeten. Drei Muslime und ein Kafir, und der Kafir kann viel besser Koran lesen als die anderen beiden Muslime. Das gibt es. Christliche Arabischlehrer und zwei Muslime, die keine Ahnung haben, wie mein Vater richtig liest, dann kommt der Christ und betet dann vor, oder wie? Ja? Das heißt, das ist eine allgemeine Aussage, aber keiner denkt im Leben daran, sie so zu verstehen. Warum? Ja, weil es gibt ein allgemeines Islamverständnis. Und dieses allgemeine Islamverständnis hat man, wenn man natürlich sich beschäftigt mit der Religion. Ja? Deswegen sagen wir mir lieber mit Gelehrten fragen als keine Gelehrten fragen. Auf jeden Fall, der wendet diese Regel falsch an. Tayyip, auf jeden Fall ist die Aussage einfach. Also Allah sagt ja, subhanahu wa ta'ala, kullu shay'in halikun illa wajha, das heißt, alles wird vergehen außer seinem Angesicht. Und gemeint ist, alles wird vergehen, was Allah subhanahu wa ta'ala, wofür Allah bestimmt hat, dass es vergehen wird, logischerweise. Alles, worüber Allah azza wa jalla bestimmt hat, dass es vergehen wird, wird vergehen. Außer seinem Angesicht, subhanahu wa ta'ala. Das gehört eben nicht dazu. Und das ist das Munqata, das heißt, es hat dann mit der diese Ausnahmen, die Allah gemacht hat, mit dem ersten Teil nichts mehr zu tun. Hat im ersten Teil nichts mehr zu tun. Tayyip. Und Hölle und Paradies sind erschaffen worden, nicht damit sie vergehen, sondern sind erschaffen worden, damit sie nicht vergehen. Und außerdem, und das ist das Allerentscheidendste, das hat der Autor nicht erwähnt, aber ich erzähle es euch kostenlos. Entschuldigung, geht es mir um das Leben nach dem Tod oder geht es mir ums Leben vor dem Tod? Also was ist denn, natürlich mir geht es ums Leben nach dem Tod, ja? Aber gemeint ist hier in der Aussage, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen im Koran anspricht, ja, was will er denen damit sagen?
Ist doch klar, dass er denen damit sagen will, hört mal zu, ihr werdet alle eines Tages sterben. Also bereitet euch auf den Tod vor. Denn alles wird vergehen, außer Allah Azza wa Jal. Wo ist das Problem? Steht hier? Das heißt, die absolute Aussage ist goldrichtig auf das Diesseits bezogen, auf diese Welt bezogen, auf die Zeit bezogen, vor dem Tag der Auferstehung. Natürlich wird alles vergehen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Gibt es jemanden, der ewig steht, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Welt im Jenseits, was Allah im Jenseits erschafft, um ewig zu bleiben, hat doch mit der Thematik jetzt überhaupt gar nichts zu tun. So gar nicht mein Problem. Insofern werden hier Dinge miteinander vermischt, die gar nicht so gemeint sind. طيب. Vielleicht könnte man auch das anders, yani, im Afrabi sagt man, Daru Taklif ist vorbei. Das heißt, die Zeit, in der der Mensch handeln muss, in der dem Menschen etwas auferlegt wird, ja, das ist diese Welt. Aber danach, die nächste Welt ist noch nicht die gleiche. Dann sagte der Autor, rahimahullah ta'ala, sind zwei nicht endende Geschöpfe und gehen auch nicht zugrunde. La tafnayani abadan wala tabidan. Das ist die Aussage der allermeisten Imame der Religion, sowohl der früheren als auch der späteren Gelehrten, rahimahullahu ta'ala. Es gab Menschen, die über Hölle und Paradies gesagt haben, dass sie endlicher Natur sind, aber das waren keine, also sunnitische Imame oder Gelehrte, und waren nie eine anerkannte Ansicht. Also wir sagen das einfach im Sinne von, es gab Menschen, die das gesagt haben, aber ihre Aussagen sind nicht unbedingt von großer Bedeutung. Aber wie ich gesagt habe, es ist gut, dass man es erwähnt, denn es kann sein, du schlägst eines Tages ein Buch auf und da steht die Aussage drin. Das Höllenfeuer wird enden. Das Paradiesfeuer, Paradiesgarten wird irgendwann mal zu Ende sein. Dann weißt du, okay, wunderbar, das ist die Ansicht von Al-Jahm ibn Safwan. Dann weißt du, das ist nicht die Ansicht von Ahlus Sunnah, das ist die Ansicht von Jahmiyyah, eine Sekte, die wir schon mehrmals gehört haben. Und er, wie heißt es, sagte diese Aussage, obwohl vor ihm jemand diese Aussage vertreten hat. Also es gibt keine Aussage der Sahaba, die gesagt haben, dass diese beiden vergehen. Und auch von den späteren Gelehrten nicht, bis er auftauchte. Und deswegen haben nicht nur die Imame der Religion ihn ihm widerlegt und widersprochen, sondern sie haben ihn sogar als Ketzer bezeichnet und ihm aus dem Glauben ausgeschlossen. Was die Ewigkeit des Paradiesgartens angeht, das ist eine Sache, über die Allah Azza wa Jalla uns im Koran Karim mehrfach klar mitgeteilt hat. Zum Beispiel sagte er, subhanahu wa ta'ala, وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Das heißt, was diejenigen angeht, die glücklich sein werden, am Tag der Auferstehung also, so werden sie im Paradiesgarten für immer sein. Oder sie werden im Paradiesgarten bleiben. Solange Himmel und Erde wären. Solange Himmel und Erde wären, außer was dein Herr will. Außer was dein Herr will. Und dann sagt er, عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Das heißt, eine unaufhörliche Gabe. Eine nicht aufhörende Gabe. Und das ist die Erläuterung des Wortes. Also Allah sagte, du wirst im Paradiesgarten bleiben, solange Himmel und Erde wären. Also solange Himmel und Erde gegeben hat, solange wirst du im Paradiesgarten bleiben. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, außer was dein Herr will. Ja, was will denn mein Herr? Was will mein Herr denn nach dieser Zeit? Hat er dir gesagt. Es ist eine Gabe, die nicht aufhören wird. Punkt. Okay? Das ist übrigens gehört zu Al-Mutashabih. Das heißt, diese Ayah gehört zu den Versen, die mehrdeutig sind. Ja? Die mehrdeutig sind. Und die Ayah, die mehrdeutig sind, wie geht der Gelehrte damit um?
Er schaut auf die Ayat, die eindeutig sind. Und das war's. Also wenn du einmal eine Aussage machst, die unklar ist, in anderer Situation für die gleichen Sachverhalte eine klare Aussage machst, dann verstehe ich die Unklare im Lichte der klaren Aussage. Das war's. Und es gibt ja viele klare Aussagen in Bezug auf die Ewigkeit des Paradies. Also jede Ayat, wo Allah sagt, wir werden den Paradiesgarten für immer und ewig, khalidina fiha abada, alles. Die Sache ist eindeutig, gibt es keine große Diskussion. Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, haben aber trotzdem sich die Frage gestellt, ja, was soll dann die Ausnahme? Was soll dann die Ausnahme? Illa masha'a rabbuk. Außer was dein Herr will. Was heißt außer was mein Herr will? Ihr bleibt im Himmel und Erde, solange Himmel und Erde gewähren. Bleibt ihr im Paradies? Solange Himmel und Erde wehren. Bleibt ihr im Paradiesgarten? Außer die Zeit, die dein Herr will. Das heißt, diese Zeit werdet ihr nicht im Paradiesgarten sein. Und was ist damit gemeint? Die Gelehrten haben viele verschiedene Ansichten darüber. Manche haben gesagt, weil es gibt tatsächlich eine Zeit, die der Paradiesbewohner nicht im Paradiesgarten verbringen. Es gibt, Frage ist nur wann. Und manche sagen, das ist die Zeit vor sie das Paradiesgarten betreten. Richtig? Weil es geht ja um die Glücklichen am Tag der Auferstehung. Was diejenigen Menschen angeht, die glücklich sein werden, so werden sie im Paradies sein. Für immer und ewig, außer was dein Herr will. Das heißt, diese Glücklichen, bevor sie aber den Paradiesgarten betreten, sind sie wo? Auf dem Versammlungsplatz in der Scham. Insofern, dieser Zeitpunkt ist ausgenommen, und das ist zweifellos ausgenommen, und stimmt auch mit der offensichtlichen Bedeutung der Ayah überein. Manche haben auch noch ein bisschen die Zeit vorher mit reingenommen, die Zeit im Grab noch dazu reingenommen, auch diese Zeit. Weil du bist schon Paradies geworden. Ein Paradies im Grab wird man dir zeigen. Das ist dein Sitzplatz im Paradies. Möge Allah uns das zeigen. Das ist dein Sitzplatz im Paradies. Und das heißt, es steht schon fest, dass du ein Paradiesbewohner bist. Und diese Zeit bringst du nicht im Paradies. Insofern, illa masha'arabuk, auch der Herr wird, ist diese Zeit. Eine dritte Aussage ist, dass manche Gelehrte gesagt haben, Allah Azza wa Jal hat hier eine Ausnahme gemacht, die er von seinem Willen abhängig macht. Richtig? Das heißt, die Paradiesbewohner bleiben im Paradiesgarten für immer, außer dass dein Herr was anderes will. Außer dass dein Herr was anderes will. Aber er will nichts anderes. Klatsch. Er will nichts anderes. Weil er hat uns mitgeteilt, dass er das für uns eben immer will. Und die Frage ist ja dann, was macht das da für einen Sinn, damit du weißt, dass alles von seinem Willen abhängt, subhanahu wa ta'ala. Und dass, wenn er will, darf er etwas ändern, ohne dass ihm jemand zur Rechenschaft ziehen kann. Wenn Allah azza wa jalla am Tag der Auferstehung die Gläubigen in die Hölle schickt und die Ungläubigen ins Paradies schickt, wer will dagegen angehen? Wer will sagen, oh Herr, du musst es anders machen? Was? Es gibt nicht. Außer die Mu'tazila, die würden sagen, Moment, du bist verpflichtet dazu, das so zu machen, wie du gesagt hast. Gibt es nicht. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er will, ändert er sein Gesetz. Warte. Insofern ist es die reine Rahma, auf die wir hoffen, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, er hat sich selbst die Ungerechtigkeit verboten. Bestimmt. Und wenn er sich erlaubt, dann ist es nicht mehr verboten. Richtig? Gibt es jemanden, dem widersprechen kann? Niemand. Insofern hoffen wir auf die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Eine andere Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, über diese edle Ayah, ist übrigens in Surat Hud 108. Hud 108. Das ist, also warum sagen wir das die ganze Zeit? Weil das ist eine der starken Beweise der Leute, die gesagt haben, dass das Paradies nicht ewig bleibt. Weil sie sagen, außer was dein Herr will. Außer was, das heißt, sagen, es wird irgendwann mal aufhören, wenn dein Herr nicht mehr will. Fertig. Ein Horrorgedanke für den gläubigen Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala hat aber im Koran al-Karim an mehreren Stellen klar und deutlich gesagt, dass die Gläubigen im Paradies bleiben werden. Richtig? Jetzt schaut euch mal die folgende Ayah an. Es geht jetzt um einen sprachlichen Aspekt. Also besonders die Geschwister, die Arabisch sprechen, natürlich
werden davon profitieren. Aber ich versuche so gut wie möglich ins Deutsche zu übertragen. Der Satz, den wir uns gerade anschauen, lautet: Was diejenigen angeht, die glücklich sein werden oder glücklich sind, so werden sie im Paradiesgarten bleiben, solange die Himmel und die Erde wären. Außer was dein Herr will. Oder, kannst du auch übersetzen, es sei denn, dein Herr will was anderes. Okay? Eine andere Ayah im Koran lautet: La yadhuquna fiha al-maut illa al-mautata al-ula. Ich übersetze wortwörtlich. Sie werden darin den Tod nicht kosten. Worin? Faris, seid ihr dabei? Traut ihr euch nicht, ja? Ich habe was Falsches gesagt. Wird dann aufgenommen. Ne? Sie werden den Tod im Paradies nicht kosten. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, illa al-mautata al-ula. Außer dem ersten Tod. Was ist der erste Tod? Einfach. Der normale Tod. Ja. Oder? Der normale Tod. Ja, wie jetzt? Bist du schon im Paradies? Während du stirbst, bist du im Paradies? Ja oder nein? Nein. Und was macht ihr? Wie soll ich das verstehen? Sie werden darin den Tod nicht kosten, außer dem ersten Tod. Weißt du, was wird? Das stimmt was nicht, oder? Was würde ja bedeuten, im Paradiesgarten werden wir den ersten Tod kosten. Richtig? Aber merkt ihr, die Konstruktion ist die gleiche wie in dem anderen Satz. Sie bleiben im Paradiesgarten für immer, außer was dein Herr will. Okay? Ist dieses Außer in Gleiche mit dem Tod, hat das irgendwas zu tun mit der Zeit im Paradies? Also sie werden den Tod darin nicht kosten, außer dem ersten Tod. Hat dieses außer dem ersten Tod irgendwas zu tun mit der Zeit im Paradies? Ganz einfach. Aber nein, natürlich nicht. Im Paradies gibt es keinen Tod mehr. Zweifelt ihr daran, oder was? Im Paradies gibt es keinen Tod mehr. Okay? Auch in der Hölle gibt es keinen Tod mehr. Und jetzt, das bedeutet auf Deutsch übersetzt, dass du musst es anders, die Eier anders übersetzen, wenn du sie korrekt wiedergeben möchtest. Als würdest du zum Beispiel sagen, sie werden darin den Tod nicht kosten. Außer, denk daran, es gibt trotzdem noch einen anderen Tod, aber vorher. Der hat aber nichts zu tun mit dem Tod im Paradies. Als wollte er dir sagen, oh Paradiesbewohner, seid frohe Botschaft, ihr werdet ewig im Paradies bleiben und darin keinen Tod kosten, aber denkt daran, es gibt einen ersten Tod. Den wird jede Seele kosten müssen. Das nennt man auf Arabisch istithna munqati. Das bedeutet, dass die Ausnahme, die nach dem Außer kommt, nicht von gleicher Art ist, wie die Menge, aus der man das ausgenommen hat. Okay? Weil die erste Zeit ist nicht die gleiche wie die zweite Zeit. Und trotzdem macht man eine Ausnahme. Ja? Und das kann man dann auch manchmal übersetzen, wie ich gesagt habe, auf Arabisch oder auf Deutsch besser gesagt, auf Arabisch würde man illa durch lakin übersetzen. Und auf Deutsch würde man zum Beispiel sagen, sie werden darin den Tod nicht kosten, aber den ersten Tod werden sie dennoch kosten. Oder werden sie trotzdem kosten. Ja. Man könnte auch noch hinzufügen, Klammern, vorher. Den ersten Tod werden sie aber trotzdem vorher kosten müssen. Und hier zeigt sich natürlich die Genauigkeit eines Übersetzers. Weil es sollte nicht der Sinn des Übersetzers sein, dass er die Problematik aus dem Arabischen ins Deutsche überträgt. Ich erwarte von einem Übersetzer, dass er mir die Bedeutungen des Koran Kerim übersetzt. Auch keine wortwörtliche Übersetzung. Der Besetzer dafür da, dass er mir das Problem im Arabisch überträgt. Du sollst mir erklären, was sagt Allah Azzawajal? Was will er dem Gläubigen, dem Leser sagen? Das sollst du mir im Deutschen wiedergeben.
Noch keine wortwörtliche Übersetzung. Deswegen gilt jede Übersetzung in den Koranwissenschaften gilt jeder das als ein Tafsir. Weil der Übersetzer sagt, was der andere sagen will. Und nicht, was er wortwörtlich sagt. Es kann sein, dass man es in Übersetzungswissenschaften so macht. Aber bei uns, wir wollen letztendlich wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala will. Und deswegen, auch auf die Eier betragen, noch einmal zusammengefasst, zum schönen Abschluss. Und was diejenigen angeht, die glücklich sein werden, so werden sie im Paradiesgarten bleiben, solange Himmel und Erde existieren, außer was dein Herr will. Oder? Aber dieser zweite Teil ist nicht Teil der ersten Zeit. Ist nicht Teil der ersten Zeit. Okay. Aber denk daran, dass dein Herr etwas anderes will oder wie auch immer man das übersetzen könnte. Auf jeden Fall muss man hier zum Ausdruck bringen, dass es hier nicht um die erste Zeit geht. Allah weiß am besten Bescheid. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Man yadkhulu al-janna yan'am wa la ya'as wa yakhludu wa la yamut." Er sagt, wer den Paradiesgarten betreten hat, wird in Wonne leben oder wird es genießen und niemals die Hoffnung verlieren und er wird ewig darin bleiben und niemals sterben. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam: "Yunadi munadin ya ahla al-janna inna lakum an إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا وأن تشبوا. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: Oh, es wird am Tag der Auferstehung oder nachdem die Paradiesbewohner den Paradiesgarten betreten haben, wird jemand sie rufen und sagen: Oh Paradiesbewohner, es steht euch zu, gesund zu sein und niemals krank zu werden. Und dass ihr jung bleibt und niemals altert und dass ihr lebendig bleibt und niemals sterbt. Und auch wird eines Tages der Tod zwischen dem Paradies und der Hölle geopfert werden und dann wird gesagt werden, Ya ahla al-jannati khuludun fala maut wa ya ahla al-nari khuludun fala maut. O Paradiesbewohner, Ewigkeit, es gibt keinen Tod mehr. O Höllenbewohner, Ewigkeit, es gibt keinen Tod mehr. Über den Paradiesgarten gibt es eigentlich keine wirkliche Meinungsverschiedenheit. Auch über die Höllen, über das Höllenfeuer auch nicht. Aber zusammengefasst gibt es, der Autor, Rahimallah, Ibn Abd al-Salam, Entschuldigung, Ibn Abd al-Izz al-Hanafi, Rahimallah, hat 8 verschiedene Aussagen der Muslime im Laufe der Zeit zusammengefasst in Bezug auf ihren Glauben an die Ewigkeit der Hölle. Ewigkeit der Hölle. Wir haben natürlich gesehen, zahlreiche Beweise gibt es, die auch ewig ist. Das ist nicht die Frage. Aber trotzdem hat er sie aufgezählt. Die erste Ansicht, dass er hat gesagt, derjenige, der die Hölle betritt, wird sie nie wieder verlassen. Das ist die Aussage von wem? Die Khawarij. Sie sagen, wer das Höllenfeuer einmal betreten hat, wird nie wieder raus. Richtig? Ohne Bedingung. Die zweite Ansicht, er sagt, die zweite Ansicht ist die Ansicht, dass man sagt, die Höllenbewohner werden darin bestraft werden, gequält werden, aber dann verwandeln sich die Höllenbewohner um, sodass sie von gleicher Art werden wie das Höllenfeuer. Und dann genießen sie es darin. Das ist, braucht viel Fantasie. Deswegen hat er so Ibn Arabi gesagt. Also einer der berühmten sufischen Denker, die mit Islam nicht so viel zu tun hat. Drittens, die Paradiesbewohner werden darin gequält, aber nur auf bestimmte Zeit. Danach dürfen sie es wieder verlassen. Und dann betreten das Höllenfeuer andere ihrer Stadt. Das haben die Juden dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt. Und der Prophet hat sie der Lüge bezichtigt. Und auch der Koran al-Karim
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Sie sagten, das Höllenfeuer wird uns nur für eine festgesetzte Anzahl an Tagen berühren. Und so weiter und so fort. Eine Ayah in Surat al-Baqarah 81. Die vierte Ansicht, die Höllenbewohner werden die Hölle wieder verlassen. Und das Höllenfeuer bleibt so, wie es ist, aber es wird darin keinen Bewohner mehr geben. Die fünfte Ansicht, das Höllenfeuer wird selbst eines Tages vergehen, da es etwas Erschaffenes ist. Und da es etwas erschaffen ist, muss es irgendwann vergehen. Denn alles wird vergehen. Wie Allah sagt, kullu shay'in halik. Alles wird vergehen, außer sein Angesicht. Also die Ansichten vor, die wir schon erwähnt haben. Und die sechste Ansicht, die Höllenbewohner bleiben dort für immer, aber irgendwann mal werden sie zu starren Geschöpfen, die sich nicht mehr bewegen und keine Schmerzen mehr verspüren. Und die siebte Ansicht, die ersten Ansichten, die sind alle, also nur, die werden nur erwähnt, dass man sie mal gehört hat, mehr nicht. Also auf keinen Fall daran glauben. Sie haben sehr, sehr wenig Anteil an Beweisen und auch an gesunden Menschenverstand. Und die letzten beiden Ansichten sind diejenigen, die hier und da vertreten worden sind, wobei die eine natürlich die absolute Mehrheit unter den Muslimen vertreten, die haben wir schon mehrmals erwähnt. Aber die siebte Ansicht ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala aus dem Höllenfeuer ausnehmen wird, wen er will, herausgehen lassen wird, wen er möchte, so wie es im Hadith erwähnt worden ist. Und er wird im Höllenfeuer zurücklassen, wen er möchte. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala das Höllenfeuer aufhören lassen zu existieren. Das heißt also, es ist dass es eben von endlicher Natur ist und nicht ewig bleibt. Und die achte Ansicht ist die bekannte Ansicht unter den Muslimen. Und das ist auch die Ansicht, die Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala in diesem Aqidah-Text aufgenommen hat, dass eben das Höllenfeuer Allah subhanahu wa ta'ala nimmt die Bewohner raus, die er rausnehmen möchte, wie es im Hadith überliefert worden ist. Und er lässt darin nur noch die Kuffar. Und sie bleiben dort für immer und ewig, ohne dass es aufhört. Und das ist auch die Ansicht, die wir fest glauben und davon auch fest überzeugt sind. Und der Autor weist nochmal deutlich darauf hin, dass alle ersten sechs Aussagen batil sind. Batil, also sind nicht der Rede wert. Sind nicht der Rede wert. Außer die letzten beiden, weil die letzten beiden von Muslimen vertreten sind, die Anerkennung genießen. Allerdings ist die allerletzte achte Ansicht die Ansicht, die die Muslime eigentlich schon immer vertreten haben und auch die stärksten und deutlichsten Beweise hat. Aber das ist auch ein Hinweis darauf, ein Hinweis darauf, dass es durchaus auch in der Aqidah Themen gibt, die manchmal kontrovers sind. Weil manche Leute denken, in der Aqidah gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Ja. Das mag zwar auf die grundlegenden sechs Säulen des Iman zutreffen, aber wenn man tiefer hineinbohrt, natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten. Detailfragen, natürlich. Denk mal an, du glaubst an die Propheten Allahs. Das ist eine Säule der Rede, richtig, ja? Aber erzähl mir mal die Namen auf. Und sag mir mal, war Al-Khadr a.s. ein Prophet oder nicht? Was mit Luqman? War ein Rasul oder ein Nabi? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Also es gibt schon Themen in Detailfragen, über die Gelehrten unterschiedlicher Meinung. Aber nicht bei den grundsätzlichen Dingen, weil die ja auch klar und deutlich, immer was klar und deutlich ist und mehrfach überliefert ist, wird natürlich eindeutig. Und das, was weniger häufig überliefert wird, ist mehrdeutig. Dann kommen wir zu unserem Schluss und schauen uns ein paar Ayat an, in denen Allah von der Ewigkeit des Höllenfeuers spricht, weil wir gesagt haben, dass die achte Ansicht, die klar und deutlich ist, für die es zahlreiche Beweise gibt. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran Karim, وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, und sie werden eine dauerhafte oder ewige Strafe erhalten. Allah sagte, فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, und so werden wir euch die Strafe nur noch vermehren. Allah sagte, خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, sie werden darin ewig bleiben.
Und Allah sagte, وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Sie werden aus dem Höllenfeuer nicht herauskommen. Und sie werden aus ihm nicht herauskommen. In anderen Ayah, sie werden aus dem Höllenfeuer nicht herauskommen. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Und in anderen Ayah, وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. Sie werden das Paradiesgarten nicht betreten, bis ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchgeht. Das Nadelöhr eines Khayyat, eines Schneiders. In einer anderen Ayah heißt es, La yuqda alayhim fayamutu, wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Das Höllenfeuer wird niemals beenden oder sie werden niemals sterben und es wird auch ihre Strafe niemals erleichtert werden. Und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam macht der Prophet klar, dass das der letzte, der das Höllenfeuer, die letzten, die das Höllenfeuer verlassen werden, diejenigen sind, die gesagt haben, La ilaha illallah. Und wenn du jetzt sagst, auch die Kuffar werden das Höllenfeuer verlassen, dann sind sie gleich wie die, die gesagt haben, La ilaha illallah. Und das kann es ja nicht sein, nachdem alles, was wir jetzt also lernen, unsere Religion und unsere Aqidah und weiß nicht was, am Ende sagen alle gleich. Und auch subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Karim, wir haben genug zahlreich dazu gehört. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu einem Paradiesbewohner machen. Der Autor rahimahullah ta'ala sagte, Allah hat das Paradies und die Hölle vor der Schöpfung erschaffen. Er hat für sie Bewohner erschaffen. Das heißt also Paradies und Hölle wurden erschaffen, noch bevor die Menschen erschaffen worden sind. Wer von ihnen ins Paradies gehen soll, so durch seine Großzügigkeit. Und wer in die Hölle geht, so durch seine Gerechtigkeit. Denn welche Tat begehst du, wodurch du ewigen Lohn verdienst? Das gibt es nicht. 30, 40, 50, 60, lass es 100 Jahre sein deines Lebens, die Gutes machst und du willst dafür Ewigkeit haben. Es gibt es nicht. Ja. Insofern glauben wir fest, dass die guten Sachen, die wir machen, Grund sind für die Barmherzigkeit Allahs. Dadurch kannst du Ewigkeit erlangen, aber durch deine Taten niemals. Und wer die Hölle betritt, so durch seine Gerechtigkeit. Na, weil wir glauben, niemandem wird Unrecht getan. Auch wenn er ewig und immer bleibt, für Taten, die von begrenzter Dauer waren, so glauben wir, dass es aus Gerechtigkeit ist und nicht aus Ungerechtigkeit. Ein jeder macht das, was für ihn bestimmt ist und geht den Weg, der ihm vorgezeichnet ist. Darüber haben wir schon gesprochen, als wir über Al-Qadr gesprochen haben. Deswegen brauchen wir das nicht noch einmal wiederholen. Denn wir haben gesagt, dass der Autor, rahimahullah ta'ala, manche Themen zerstreut erwähnt, mal hier und mal da. Und deswegen haben manche Gelehrte auch die Aqidah Tahawi neu geordnet nach den Säulen des Glaubens. Und der 176 sagt, für die Diener sind das Schlechte und das Gute vorbestimmt. Auch das ist ein Hinweis auf das, was wir bereits gesprochen haben. Wallahu tabarak ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim kathira.